So, meine Lieben, herzlich willkommen im vorletzten Teil von diesem Mystery. Heute arbeiten wir mit dem Creme oder ihr mit eurer zweiten Wunschfarbe. Dazu unsere Häkelnadel, den Maschenmarkierer und natürlich die Schere. Wir haben bis jetzt unsere 9 bei mir in Rosé, 3 Korkenzieher, einmal das gelb-grüne Bällchen und 3 wunderschöne Blätter. So manch einer wird schon langsam denken, was es sein könnte, was es zum Schluss wird. Lasst es mich mal unten in den Kommentaren wissen, ob ihr es euch schon so langsam denken könnt. Ich bin gespannt. So, wir häkeln jetzt zusammen den letzten Baustein. Und nächste Woche setzen wir das alles zusammen. Also nächste Woche müssen wir die Nadel spitzen, weil wir haben einiges zu nähen. So, wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe. Wir häkeln 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Schließen das Ganze mit einer Kettmasche in der ersten Luftmasche zum Ring. Und in diesen Ring kommen 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. So, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede von diesen 6 Maschen und kommen damit auf 12 Maschen raus. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, na, alle Fäden erwischen, 8, 9, 10. Elf und die 12. Wir brauchen jetzt unseren Maschenmarkierer und wir häkeln jetzt in jede Masche eine feste Masche, das heißt insgesamt 12 feste Maschen. 'Dass ich hier zwischendurch so Probleme habe, alle Fäden zu kriegen, das liegt daran, dass diese Wolle hier für die 3- bis 4er Nadel geeignet ist und wir das Ganze aber mit der 2er Nadel häkeln. Also ist der Kopf eigentlich zu klein für die Wolle, aber die Maschen sehen halt schöner aus. Deswegen dann lieber genauer gucken, dass man schön alles erwischt und hat dafür dann ein wunderschönes Maschenbild. So, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede 2. Masche. Also kriegt die erste nur eine feste Masche und die 2 kriegt dann 2. Und dann wieder eine und dann wieder 2. Dann eine und dann 2. Habe ich alles? Na, hier ist wieder.
So. 2, 1, hier muss noch eine rein. 2. Eine und 2. Und eine und 2. Und eine. Und 2. In der nächsten Runde, Moment, hier habe ich wieder einen Faden nicht erwischt. So, drinnen. In der nächsten Runde häkeln wir wieder pro Masche eine Masche. Das heißt, in jede feste Masche kommt eine feste Masche. Danach in der Runde verdoppeln wir jede dritte. Dann kommt wieder Masche pro Masche in der Runde danach. Danach folgt dann jede vierte Masche wird verdoppelt. Also, jetzt eine Reihe Masche pro Masche. Danach wird jede dritte Masche verdoppelt. Das heißt, in die ersten beiden Maschen kommt jeweils eine feste Masche und in die 3 kommen 2. Dann in die 6 2, in die 9 2 und so weiter. Danach in der Reihe wird wieder Masche pro Masche gehäkelt. Und dann noch einmal verdoppelt in jede vierte Masche. Das heißt, die ersten 3 Maschen bekommen jeweils eine feste Masche und in die 4 kommen 2 feste Maschen. So, jetzt haben wir die Runde doch noch zusammen gemacht. Aber den Rest machen wir jetzt mal schnell alleine. Jetzt habe ich die Verdoppelungsreihe auch gemacht. Jetzt kommen 3 Reihen, Masche pro Masche. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit schon gewendet. Deswegen bitte nicht wundern, dass ich jetzt einfach auf der schönen Seite weiter häkle. Euch würde ich empfehlen, spätestens dann bei den Abnahmen zu wenden. So, aber jetzt werden erstmal 3 Reihen gehäkelt, wo in jede Masche eine feste Masche kommt. So, meine Lieben, ich habe meine 3 Reihen Masche pro Masche gemacht und auch den Maschenmarkierer schon umgesetzt. Jetzt geht's an die Abnahmen. Wir häkeln jetzt in die ersten 6 Maschen jeweils eine feste Masche. 2, 3, 4, 5 und die 6. Und in die 7 stechen wir nur in das Maschenglied an, was uns anschaut, holen den Faden. Und in die nächste Masche auch nur in das Maschenglied, was uns anschaut, Faden holen durch alle 3 Schlaufen durch. Und jetzt wieder 6 feste Maschen. 2, 3, na, hab ich nicht alles erwischt, Moment. 3, 4, 5, 6 und in die 7 nur in das vordere Maschenglied Faden holen und in die 8 auch nur in das vordere Faden holen, 3 Schlaufen, Faden holen durch alle 3 durch. 1, 2,
3, 4, 5, 6, in die 7 Faden holen, in die 8 Faden holen und abgemascht. Und die letzte Masche, wie ihr seht, es geht nicht auf, also wir maschen jetzt nicht die letzte Masche ab, weil das ist die 6. Wir setzen den Maschenmarkierer neu. So, jetzt kriegen nur die nächsten 5 Maschen jeweils eine feste Masche. 2, 3, 4 und die 5 und in die 6 in das vordere Maschenglied und in die 7 und abgemascht. Und in die 6 ins vordere Maschenglied und in die 7 und abgemascht. Die Runde geht übrigens auch wieder nicht auf. 1, 2, 3, 4, da habe ich nicht alle Fäden erwischt, 4. 5 und in die 6 ins vordere und in die 7 ins vordere und abgemascht. 1, 2, 3, 4, 5 und in der 6. Masche sitzt jetzt der Maschenmarkierer. Die häkeln wir ganz normal mit einer festen Masche, weil wir haben ja nicht die 7 dazu. So, Maschenmarkierer reingesetzt. In der nächsten Runde kriegt nur jede vierte, also alle 4 Maschen, eine feste Masche und die 5 und die 6 wird zusammen abgemascht. Drei. 4 und die 5 und die 6 zusammen. So geht das jetzt die ganze Runde weiter. In der nächsten Runde bekommen nur noch 3 Maschen jeweils eine feste Masche. Dann wird die 4 und die 5 zusammen abgemascht. Dann nur noch 2 Maschen. Weiter wird die 3 und die 4 zusammen abgemascht. Und in der letzten Runde bekommt nur noch eine Masche, eine feste Masche, weil da wird jede zweite und dritte zusammen abgemascht. So, das machen wir mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn wir unsere Abnahmen gemacht haben, sieht das Ganze dann so aus. Maschenmarkierer habe ich jetzt schon rausgelassen, einfach, dass wir schön gucken können. Jetzt schneiden wir den Faden großzügig ab. Machen noch eine Luftmasche, um das Ganze zu schließen und zu sichern. Ziehen den Faden durch, ziehen die eine Luftmasche nochmal ordentlich gut fest und haben damit das nächste Bauteil fertig. Und davon brauchen wir selbstverständlich 9 Stück. Eins liegt hier noch so. Ihr seht, die sind bei mir alle so ein bisschen nach innen schon geschwungen. Ich habe mal ganz kurz schon reingedrückt, weil so brauchen wir die dann auch.
Das eine ist schon stärker gedrückt, das andere weniger. Deswegen wirken sie gerade unterschiedlich groß, aber sie sind alle dieselbe Größe. So, meine Lieben, ihr macht jetzt bitte die anderen 8 Stück noch fertig. Und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn wir dann aus dem Ganzen 1 machen. Wir haben ja jetzt hier jede Menge Bauteile. Wir haben unseren Ball, wir haben dann davon 9, wir haben dann davon 9, von den Gurkenziehern 3 und von den Blättern auch 3. Also wie ihr seht, wir haben wirklich jede Menge Bauteile. Und daraus machen wir dann nächste Woche 1. So, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Häkeln von diesen weiteren 8. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin!